Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie einfach es eigentlich ist, ein Fenster einzustellen. In diesem Falle nehme ich hier mein Küchenfenster. Küchenfenster selber, ich habe es manipuliert, es ist so krumm und schief, ihr werdet es jetzt sehen. Damit ihr aber überhaupt was sehen könnt, mache ich jetzt den Roller runter. So, damit ihr überhaupt die Möglichkeit habt, hier was zu erkennen. Was brauchen wir an Werkzeug? Einen Viererimbus, einen kleinen Elektroschraubenzieher oder Lüstermann, wie man auch immer das nennt, und eine Wasserpumpenzange, falls der richtige Maulschlüssel nicht zur Hand ist. Falls euch im Übrigen mal interessiert, wie man dieses Rollergurtband tauscht, das habe ich auch separat in einem Video. Und zwar tausche ich dort dieses Rollladengurtband von meiner Terrassentür aus. Aber ich merke schon, ich schweife ab. Ich zeige euch jetzt mal erstmal das Problem. Das Ding, wie gesagt, ich habe es jetzt bewusst krumm und schief eingestellt. Hier, das Ding geht nicht mehr richtig zu. Das müssen wir einstellen. Dann müssen wir den Neigungswinkel des Fensters, den Kippwinkel, den können wir über das obere Scharnier einstellen. Wie gesagt, nur Neigungswinkel. Über das untere Scharnier können wir die gesamte Höhe des Fensters verändern. Die haben auch zufällig, absichtlich oder nicht, einige Hilfslinien mit angebracht bei den Fensterbauern. Und zwar, ich mache mal eben jetzt hier das Licht an, so. Und dort seht ihr diese Nahtstelle an dem Fenster und eine Nahtstelle an dem Rahmen unten. Und das muss auf einer Flucht sein. Ihr seht schon, hier ist alles nicht auf einer Flucht. Die andere Seite, oh hier, die sieht ja noch schlimmer aus. Einmal Fensternaht und einmal, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, hier unten ist die Naht an dem Fensterrahmen. Auf einer Flucht sollte es sein, hier ist alles, aber nicht auf einer Flucht. So, und wie das jetzt eingestellt wird, das zeige ich euch. Und zwar, eben nicht wieder ausmachen, so, das Problem hier, das Fenster, es geht kaum noch auf und zu und das können wir gar nicht mehr richtig zumachen. Und diese drei Sachen, die müssen wir jetzt einstellen. Als erstes müssen wir sehen, ich fange immer an, indem ich diese Naht auf die gleiche Höhe bekomme wie die Rahmennaht. Das ist mein erster Bezugspunkt. Und wie das geht, das zeige ich euch. Ich stelle dafür aber die Kamera mal eben auf das Stativ. Und wir beginnen jetzt mit dem Einstellen des unteren Scharniers. Mit diesem Scharnier könnt ihr das Fenster gesamt anheben oder ablassen. Dieses Scharnier ist fest an dem Fenster verschraubt. Die unteren Aufnahmen sind fest an dem Rahmen verschraubt. Auch hier könnt ihr keine Einstellungen vornehmen. Ganz einfach wird dieses eingestellt, dieses Scharnier hier oben. Mit dem Elektroschraubendreher gehe ich hier drunter, ziehe hier die Kappe ab und habe jetzt die Möglichkeit, mit meinem Viererimbus da einfach reinzugehen. Hier ist die Einstellschraube und ich stelle dieses Fenster jetzt einfach mal gesamt höher. Ich lasse das mal eben im Zeitraffer durchlaufen. Achtet nur auf diese Linie. Die ist jetzt hier krumm und schief. Das hat nichts von einer geraden Linie. Das hat was von einer Stufe. Und das müssen wir jetzt auf die gleiche Flucht bekommen. Dann haben wir erstmal die richtige Höhe eingestellt. So, jetzt sehen wir hier eine durchgehende Flucht beider Linien, keine Stufe mehr. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, haben wir hier jetzt eine perfekte Linie. Schauen wir uns das Ganze mal auf der anderen Seite an. Ja, perfekt ist ein dehnbarer Begriff, ja? Also hier passt es noch nicht. Das heißt,
Wir haben das Fenster hier schon mal auf die richtige Höhe gebracht. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das Fenster angehoben wird. Und zwar nur auf dieser Seite. Und das geht über das obere Scharnier. Und mit dem oberen Scharnier haben wir hier folgendes Problem. Hier haben wir das komplette Fenstergetriebe. Hier ist nichts zum Einstellen. Hier haben wir keinerlei Möglichkeit der Einstellung. Das Scharnier, seht ihr hier, ist mit 4 Schrauben fest am Rahmen verschraubt. Das gleiche auch mit dieser Drehseite. Die ist fest an dem Scharnier verschraubt. Keine Einstellmöglichkeiten. Die einzige Einstellmöglichkeit, die wir jetzt hier haben, hier seht ihr schon, ich nehme mal den Imbus, diesen Abstand hier, den können wir verringern. Hier seht ihr das da oben auch nochmal, diesen Abstand, den können wir verringern. Und zwar müssen wir hergehen, auch wieder unseren 4er Imbus, und dort ist ein kleines Loch. Dort geht der Imbus hinein und dort ist die Einstellschraube. Ich zoome euch die mal eben ran, damit ihr die auch richtig gut erkennen könnt. Das ist die Einstellschraube und da muss der Imbus hinein. So, jetzt sind wir drin. Und jetzt können wir diese Schraube verstellen. Und je nachdem drehen wir sie rein, kommt, drehen wir die Schraube hinein, wird dieser Abstand schmaler. Ich gehe mal eben wieder aus dem Weitwinkel raus. So. Quatsch, das war falsche Richtung. So. Und wenn wir diesen Abstand jetzt verkleinern, kommt das Fenster automatisch näher ran und das gesamte Fenster wird angehoben. Und das müssen wir jetzt tun. Ich setze euch mal eben auch, ich setze euch die ganze Geschichte mal eben aufs Stativ und dann drehe ich den mal Maximum rein. Einfach nur mal übertrieben jetzt dargestellt und gezeigt, damit ihr seht, wie dieser Spalt hier kleiner wird, beziehungsweise dieser Spalt hier kleiner wird. Und ihr müsst jetzt für euch das Maß finden. Ich bin hier ungefähr mittig, bis das Fenster, ich zeige euch das mal eben, erstens vernünftig wieder zugeht und zweitens, wo ihr hier, ich zoome mal eben wieder ran, so, Fenster zumachen, wo wir hier wieder auf einer vernünftigen Höhe sind vom Rahmeneck von der Naht zum Fensterrahmeneck auf der Naht. Und dann haben wir die Grundeinstellung eigentlich schon geschafft. Eben wieder zurückgehen. So, das Fenster selber, ja, ein bisschen geht nur zurück. So, das Fenster geht jetzt leicht auf und zu. Das, was hier knirscht, ist nur noch die Gummidichtung. Jetzt haben wir nur noch das letzte Problem, weil geht ja nicht. Die müssen wir auch noch einstellen. Und zwar diese Kugelzapfen. So, und das sind diese Dinger hier. Und hier seht ihr schon, die Dinger sind konisch. Ich gehe mal eben seitlich ran. Dort ist auch ein Sechskant. Und jetzt Asche auf mein Haupt. Ich habe nicht diesen passenden Sechskantschlüssel hier. Alternativ nehme ich eine Wasserpumpenzange. Und hier habe ich jetzt auf meinem Fenster, bei euch wird es so ähnlich sein, können wir diesen Konus verändern. Und zwar müsst ihr das jetzt für euch herausfinden, wie ihr das am besten einstellt. Und zwar, ich weiß, es ist bei mir so, das müsst ihr aber wie gesagt für euch jetzt herausfinden, dass das Fenster sich vernünftig schließen lässt und der Türgriff leicht nach unten zu verschließen ist. Achtet bitte jetzt darauf bei euch. Es darf nicht zu locker sein. Ist es zu locker, kommt hier wieder Luft, kalte Luft rein, warme Luft raus. Heizkosten wollen wir nicht verschwenden. Und wenn das zu schwer geht,
dann seid ihr immer noch nicht von der Einstellung her. Auch diese Einstellung müsst ihr für euch jetzt finden. Das müsst ihr jetzt aber leider an allen machen. Wir haben hier und unter dem Fenster jeweils die Zapfen. Die müssen wir einstellen. Müsst ihr jetzt für euch herausfinden, welche Einstellung für euch am besten ist. Obendrauf sind natürlich auch noch Zapfen. Und wenn das alles erledigt ist, ist es eigentlich was fertig, könnten jetzt die meisten denken. Nein, die Mütze muss noch drauf. Die Mütze, die dürfen wir nicht vergessen. So, Kappe wieder drupp, damit dort kein Schmutz oder was auch immer in diese Imbusschraube gelangt. Tja, das war unser Video. Fenster einstellen. Kein Problem, kein Hexenwerk. Ich kann es, dann könnt ihr es auf jeden Fall auch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen die Angst nehmen, die Fenster selber einzustellen. Es ist total einfach. Gehen wir es nochmal eben durch. Ihr müsst anfangen, die Püppi zur Seite. Erst einmal die Höhe des Fensters einstellen. Dann den Neigungswinkel des Fensters einstellen. Und ganz zum Schluss den Griff, also den Anpressdruck. Ja, das war's. Wenn ich euch helfen konnte und euch eventuell sogar vor teuren Handwerkerrechnungen bewahrt habe, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Kanal abonnieren, würde ich mich immer wieder drüber freuen. Einfach auf das Abonnierzeichen drücken. Und das war unser Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos.